Hallo meine Freunde, zum dritten oder nee, zum zweiten Teil von meiner Facts-Serie. Heute nehme ich eigentlich mit meinem Freund Icon LP auf. Dritte. Und dein zweite. Ach, warte mal. Auf jeden Fall, hab ich heute, wollte ich mit ihm aufnehmen, aber da mit Hamachi und bla 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 zu viel leckt, hat der liebe Cynetic 93 mir erlaubt, also hat mir OP gegeben, weil ich wirklich sehr nett von ihm finde. Und hat halt erlaubt, dass ich auf seinem Server die Facts-Folge mache. Ja, und dann würde ich einfach sagen, also beschreib IP. Mach ich einfach in die Beschreibung, ja. Kommen wir einfach mal zu Fact 1. Fact Nummer 1. Wenn man so Halbstufen hat, wenn man I-Team Drops auf die untere Halbstufe setzt und dann bouncen die so witzig hin und her, wie man sieht, es geht auf jeder Stufe, das kann man auch so einfach so machen. Kann man eigentlich auch sowas wie eine Bowlingbahn mal machen. Das geht mit jeder beliebigen Treppe, wenn man trifft. Ja, wenn man trifft. So, das geht. Das geht auch. Stein geht auch. Noch wie Cobblestone, Quarz und Sandsteine. Fact Nummer 2. Gemälde und Rahmen mit Items gehen unter Wasser nicht kaputt. Das heißt, das war eben der liebe Icon LP. Ah ja, TNTs wurden removed. Einfach. Fact Nummer 3. Wenn man ein rotes Schaf mit einem anderen farbigen Schaf hat, kommt die Mischung von beiden raus, in dem Fall Orange. Und wenn man sich das mal richtig bedenkt, es gibt ziemlich viele Arten XP zu sammeln, wie zum Beispiel, wenn man ein Skelett tötet, oder wenn man verschiedene Erze abmeint. Oder was ich bis jetzt auch noch nicht wusste, wenn man Tiere paart, kriegt man auch XP. Oder wenn man was brennt, zum Beispiel Eisen oder Steaks, kriegt man auch XP. Die einfachste Methode ist aber immer noch Erfahrungsfläschchen. Ja. Oder jeder kennt das Problem. Wenn man im Nether ist und auf einmal wird dann das Portal vom Gas ausgeschlossen. Und dann ist halt nicht. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, wieder lebend rauszukommen. Und zwar: Erster, es braucht ein River-Skelett. Das tötet ihr, dann kriegt ihr Kohle. Dann braucht ihr Lohn. Lohnrouten zu Blaze Powder verarbeiten. Und dann. Warte, was braucht man überhaupt noch? Und dann noch Schwarzpulver, das man allerdings auch von den Ghasts kriegt. Daraus kann man sich nämlich dann, und daraus kann man sich dann diese wunderschöne Feuerkugel craften, was man auch dazu benötigen kann, also gebrauchen kann, um das Netherportal anzuzünden. Und noch was richtig interessant ist, was sehr gut für offizielle Server ist, wenn ihr zum Beispiel ein Typ seht mit voller Diamantenrüstung und ihr habt nur ein Holzschwert, da wäre es ja zum Beispiel, also so richtig unmöglich, ihn zu töten. Wenn ihr aber einen werfbaren Trank des Schadens habt, könnt ihr ihn einfach bewerfen. Dann hat er schon mal die, also zwei Hits und er ist down. Und das Beste daran ist, wenn ihr eine volle Diamantrüstung anhabt und dann nochmal wirft, das missachtet einfach die Rüstungspunkte. Also, es macht immer genauso viel Schaden. Das war's jetzt von meinem Video. Das ist schon das zweite Faktenvideo. Ich werde in jedem Video, ich werde in jedem Video einfach 5 Facts vorstellen. Nochmal danke an die Leier. Sag ich mal, ohne die wäre das Video hier nicht möglich gewesen. Die Beschreibung, die IP steht in der Beschreibung und ja, ciao.